Das wichtigste Glied auf OnlyFans ist die Darstellerin oder halt der Darsteller oder was auch immer. Ich kann wirklich selber entscheiden, okay, heute habe ich Lust, das zu drehen und dann plane ich das und das finde ich interessant. Und ich bin dann noch die Person, die dran verdient. OnlyFans ist seit mehreren Jahren in aller Munde. Die Plattform hat nicht nur viele SexarbeiterInnen über die Pandemie gebracht, sondern auch die Pornoindustrie ganz schön auf den Kopf gestellt. Und dabei nicht nur Lob geerntet. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aux. OnlyFans ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Inzwischen haben sich auch Schlagwörter wie Ethical Porn in der Szene etabliert. Feministisch, queerfreundlich und selbstbestimmt. Wie authentisch sogenannte ethisch produzierte Pornos wirklich sind, damit beschäftigen wir uns heute. Wir sprechen mit der Pornodarstellerin Mila Milan. Sie ist eine der wenigen ÖsterreicherInnen, die sich im internationalen Mainstream-Porno einen Namen gemacht haben. Und dann kam ich da ins Studio rein und dann hatten sie so ein Regal mit gigantischen Analplugs. Und ich stand dann vor dem Regal so, oh my God. Ich darf außerdem Yavuz Kutulmus und Jasmin Hagendorfer bei uns auf der Couch begrüßen. Die beiden haben das Pornfilm-Festival Vienna gegründet und liefern mit ihrer Arbeit einen Gegenentwurf zu den Schattenseiten der Szene. Wenn man keine Nachrichten anschauen will, dann schaut man sich Pornos. Da weiß man auch, was in der Welt passiert. Traurig, aber wahr. Und nach unserem Talk wird die Sängerin Corina noch eine Aux-Live-Session zum Besten geben. In unserem heutigen Editorial werfen wir einen Blick in die Lebensrealität von OnlyFans-Star und Ballerina Ava. Die gerade mal 20-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Creatorinnen auf der Plattform und hat uns mit in ihren Alltag genommen. Erotik ist für mich vielleicht das, wenn man sich selber in seinem eigenen Körper gut fühlt. Für mich kann jemand nicht erotisch sein, wenn er sich selber auch nicht erotisch findet oder wenn er sich selber nicht wohlfühlt in dem, was er macht. Ich bin Ava, ich bin 20 Jahre alt und ich bin unter den Top 0,03% aller Creator auf OnlyFans. Ich bin sehr offen erzogen worden, auch was meinen eigenen Körper und meine Nacktheit oder so betrifft. Ich glaube schon, dass wenn man sich so auf die Art und Weise mit seiner eigenen Sexualität und seinem Körper und seiner Nacktheit auseinandersetzt, dass das durchaus bereichernd sein kann. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe, sondern ich kann selber entscheiden, wo liegen meine Grenzen, was ist meine Sexualität überhaupt, wie möchte ich sie präsentieren. Und das ist ja das, was für mich das Ganze feministisch und auch gut und besser macht als Free Porn Pages. Es gibt keine Beiträge eben über zum Beispiel Darstellerinnen oder wie das Ganze funktioniert oder was da vielleicht auch das Positive ist oder wie die Arbeit einer Pornodarstellerin auch überhaupt aussieht. Und deswegen glaube ich, ist es auch immer noch so ein großes Tabuthema. Also ich stehe auf und das Erste, was ich mache, ist mal Nachrichten auf OnlyFans zu beantworten, weil das ja auch so das ist, was OnlyFans ein bisschen anders macht als andere Pornografieplattformen, ist dieser Austausch, den Fans mit der Darstellerin haben können. Das mache ich auch super gern, dass ich mit meinen Fans dann chatte. Und das ist das Erste, halt die Nachrichten, die mir nicht die Nacht angefallen sind, mal zu beantworten. Und dann mache ich meistens TikToks, weil das halt so meine Main Promotional Work ist. Also da bekomme ich die meisten Fans auch her. Wie viel Arbeit ist eigentlich ein Sextape zu drehen und wie anstrengend das ist und dass man da Vorbereitung, Dreh und dann Editen und so weiter alles hat, das ja, checkt man nicht so ganz. Das sollte man noch machen. Das ist so also am Bett liegend da. Birthday Special, also Sale, Joy, Girl, Girl, Outer Sex. Also grundsätzlich, das ist ja das Gute oder Coole an OnlyFans, kann jeder selber entscheiden, was er für Content macht, wie viel er zeigen möchte oder überhaupt, es muss ja nicht unbedingt nur Pornografie sein, es gibt auf OnlyFans auch ganz andere Sachen. Aber in meinem Fall jetzt alles, also ganz normal, wie man sich Pornografie vorstellt. In meinem Feed quasi, also das, was man sieht, wenn man nur subscribt, habe ich jeden Tag einen neuen Post, der halt immer was anderes ist, abwechselnd entweder Bilder oder kurze Videos. Und neue volle Videos, also so 15 bis 20 Minuten Videos, kommen einmal die Woche ein neues raus, das man dann eben nochmal extra kaufen kann. Es gibt einen Rahmen von OnlyFans, der ist glaube ich $4 bis $50 im Monat, kann der Subscription-Preis sein. Und jeder kann selber entscheiden, wie teuer seine Subscription ist. Und bei Videopreisen kann man bis zu $200 preisen und da kann man auch wieder selber entscheiden, wie teuer man seinen Content macht. Welche Rolle Selbstbestimmung in der Pornoindustrie spielt, darüber reden wir heute auch mit unseren Gästen. Wir sind sogar zu viert im Studio. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Mila Milan, Jasmin Hagendorfer und Yavuz Kutulmus.
Wir haben wie immer Facts über euch zusammengesammelt und da hören wir jetzt kurz rein. Mila Milan ist das, was man eingibt, wenn man im Inkognito-Modus unterwegs ist. Auf Pornhub zählt sie fast 19 Millionen Video-Views und ist damit ein echter internationaler Pornstar made in Austria. Für uns ist sie extra aus Amsterdam angereist. Yavuz Kurtulmus und Jasmin Hagendorfer machen das Tabuthema Pornoschauen zum Gemeinschaftsevent. Sie bringen Erotikfilme auf die große Leinwand und sind die Köpfe hinter dem Vienna Porn Film Festival. Ihr Motto: weg vom schambehafteten Schmuddelimage und hin zur anerkannten Kunstform. Was macht für euch guten Porno aus? Und welchen Pornoseiten-Suchbegriff würdet ihr gerne verbieten? Gibt es so Suchbegriffe auf Pornoseiten, wo ihr denkt, boah, nee, das will ich da eigentlich nicht sehen? Vergewaltigung, mhm, finde ich schon ein Thema. Geht an die Grenze. Okay, man hat natürlich gewisse Fantasien, okay. Aber ich denke, das ist ein Begriff, den man eventuell rausnehmen könnte. Mhm. Ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also, ja. Wo man auch unterstreichen muss, natürlich, wenn es consensual ist, wenn es die Fantasy gibt, wie du schon gesagt hast, dann ist es ja auch okay, dass sie ausgelebt wird und dass sie auch auf die Leinwand gebracht wird. Aber das ist für den Viewer manchmal ja sehr schwer zu unterscheiden, ob das wirklich consensual ist. Soweit ist die Betrachterin ja gar nicht in der Produktion drinnen, dass er das oder sie das beurteilen kann. Ja. Aber ich glaube, da werden bei uns auch irgendwie die Limits auf jeden Fall gesehen. Ja. Also wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Refugee Pornos zum Beispiel ziemlich, das war die Suche Nummer eins. Das war schon über die Grenze und es war nicht mehr lustig, es war nicht mehr fun. Also, und es gab nicht nur in den ganzen Online, sondern auch Filme, die bei uns eingereicht wurden, wo es um Refugees ging. Und es war dann irgendwie, muss man da ein Limit ziehen und eine Grenze. Das geht aber nicht. Jasmin, Yavuz, ihr habt das Pornfilmfestival Vienna gegründet und habt es euch zur Aufgabe gemacht, mit Klischees zu brechen und auch verschiedene politische Themen eigentlich aus Pornperspektive zu betrachten. Was war am Anfang eure Motivation? Ich mache eigentlich ein anderes Festival auch. Ich mache das Queer-Festival, das ich mittlerweile seit 10 Jahren habe. Und irgendwann 2017 wurde ich dann nach Berlin eingeladen zum Pornfilmfestival als Jury. Und wie ich das dort gesehen habe, das war eine mind-blowing Experience. Es ist ein Pornfestival, tausende Leute, die gemeinsam Pornos anschauen, den ganzen Tag und am Abend Party machen. Und ich bin zurück nach Wien und gesagt, wir brauchen das in Wien. In Wien ist so konservativ, so prüde, das muss jetzt auch in Wien sein. Wie viel Gegenwind da plötzlich war und was, Pornfestival, oh mein Gott, was machen die jetzt? Orgien in Drogen und Haufen. Ja, das war die Vorstellung von vielen Menschen. Aber wir haben, glaube ich, bewiesen nach 5 Jahren, dass es gar nicht so ist. Teilweise ja, haben wir Orgies, aber nicht im Kino, sondern bei den Partys. Also. Das gehört dazu. Na, ich glaube, die ersten Schwierigkeiten haben sich ja oft auch ganz anders gezeigt, als wir irgendwie vermutet hätten. Da war es zum Beispiel beim Location-Buchen, was du auch erzählt hast, dass die Leute dann gesagt haben, oh nein, ihr macht eine riesige Wix-Orgie, wie könnt ihr das nur machen? Wir haben einfach nur gefragt, ob wir einen Film in eurem Kino zeigen dürfen. Wir kommen jetzt nochmal ein bisschen auf die Schattenseiten zu sprechen. Und zwar, Mila, hast du auch schon vor längerer Zeit erzählt, dass es an Sets oft zu Machtmissbrauch und zu Übergriffen kommt oder immer wieder. Und dass man für den Job auf jeden Fall ein dickes Fell braucht. Wie kommst du damit klar, wenn Übergriffigkeiten an einem Set passieren oder wenn du dich unwohl fühlst? Wie schaffst du das? Bis jetzt, also meine Erfahrungen, ich habe nichts Schlimmes eigentlich bis jetzt noch erlebt. Also normalerweise, früher hatte ich immer, wie ich begonnen habe zu drehen, hatte ich einen Agent, der hat mich, ich habe gesagt, ich gehe jetzt nach Prag oder nach Budapest und die haben mich dann vollgebucht. Ein Ding weiß ich zum Beispiel, das erste Mal, wie ich nach Prag gegangen bin, da habe ich gedreht für LP, Legal Porn. Das ist eigentlich das Härteste, was man drehen kann. Das sind hauptsächlich nur Analszenen. Und dann kam ich da ins Studio rein und dann hatten sie so ein Regal mit gigantischen Analplugs.
Und ich dachte mir davor, ja, Magnus, ich kann eigentlich alles haben. Und ich stand dann vor dem Regal so, oh my God. Ja. Und das war wirklich schockend. Aber okay, du bist gebucht, du bist da. Und ja, wenn du jetzt nach Hause gehst, dann bist du irgendwie fertig mit deiner Karriere. Dann kannst du Tschüss sagen. Und ja, der Tag, der war sehr anstrengend. Aber die Leute sind eigentlich, ja, alle respektvoll gewesen. Sie haben mich darin gut begleitet. Und mit den Männern, die du dann drehst, die haben einfach sehr viel Erfahrung. Und die wissen dann, wie sie dann damals mit mir als Neuling eigentlich mussten umgehen. Mila, du hast mal in einem Interview, schon sehr lange her, aber hast du mal von dir als Produkt gesprochen, wenn du in Pornos mitspielst. Ja. Hat die Erkenntnis was mit dir gemacht, als du die das erste Mal hattest, dass du eigentlich ein Produkt bist vor der Kamera? Das Gefühl ist immer bei mir so, sobald eine Kamera irgendwo steht, dann, ja, als würdest du ja ein anderes Outfit eigentlich anziehen. Weil wenn ich zu Hause bin, ja, dann bin ich einfach die Mutter von drei Kindern und mache mein Ding. Aber wenn du die Straße rausgehst, dann habe ich meistens eine Baseball-Cap auf, sodass mich niemand erkennt, was sehr oft passiert. Weil du bist einfach dann, ja, du hast zwei Persönlichkeiten eigentlich. Immer spannend, wie manche Leute dich dann sehen, wenn sie nicht live sind. Ich bin ein normaler Mensch, ich bin kein Alien. Okay. Du hast Porn angefangen, nie wegen dem Geld. Nee. Und bist sogar wegen deiner Arbeit schon mal im Gefängnis gewesen in Thailand. Ja. Was ist da passiert? Ich habe, also neben meinem Adult-Geschichte bin ich auch nicht sehr beschäftigt mit Design. Das ist eigentlich meine Ausbildung, die ich gemacht habe. Aber in Thailand, mein großes Ding war einfach Webcam. Also ich hatte dann, ich sag mal, so ein Resort eigentlich mit drei kleinen Gästhäusern und einem Mainhouse. Und in einem dieser Gästhäuser habe ich einfach zweimal pro Tag meine Cam-Sets gemacht. Mhm. Und mitten in der Nacht auf einmal geht mein Gate auf und dann die Hunde beginnen zu bellen, ja. Und dann hat bei mir jemand die Türe eingetreten und ich hatte eine Kamera in meinem Gesicht. Police, Police, Underground. Ich dachte, das ist ein Joke, das ist so ein Reality-Shit, der auf einmal über mich hinwegkommt. Und ja, sie haben mich dann live auf Webcam arrestiert. Oh, und das Ding war eigentlich, ja, sie sagen ja, alles, was schmutzig ist, ist in Thailand verboten. Aber im Endeffekt war es eine pure Geldklopferei. Also im Endeffekt musste ich den Richter umkaufen, fünf Anwälte etc. 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 Und das war's dann. Ja. Wahnsinn. Und dann, ich hatte schöne lange Haare, wirklich so fraulich schön. Und dann habe ich mir meinen Kopf abrasiert. Okay. Und das war's dann eigentlich, das Ende. Das auf den Bildern, das bin ich. Und dann sind die ganzen Charges eigentlich gefallen. Wow. Aber es hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet. Bevor wir weiterreden, werfen wir noch einen Blick in den zweiten Teil von unserem Editorial, wo uns Ava erzählt, was für sie die Herausforderungen als OnlyFans-Creatorin sind. Also es gibt den Beruf Pornodarstellerin sowieso nicht, es gibt aber auch nicht Creator oder so den Beruf. Von dem her ist man da in so eine Ecke geschoben und einfach selbstständig, weil es die Berufsbezeichnung gar nicht gibt in Österreich. Ich habe eine Steuerberaterin, die mir das halt alles gemacht hat und die wusste auch nicht, was da so das ist, wo ich dazugehöre, eben entweder Filmgewerbe oder Theater oder so. Und im Endeffekt ist das dann aber einfach in so einen Pool eben von neuer Selbstständiger hineingeworfen worden. Das wichtigste Glied auf OnlyFans ist die Darstellerin oder halt der Darsteller oder was auch immer, während auf Freeporn-Pages viel mehr Leute daran beteiligt sind und die Darstellerinnen nicht unbedingt die sind, die wirklich denen der Content gehört, die am Content verdienen und so weiter, sondern ich kann wirklich selber entscheiden, okay, heute habe ich Lust, das zu drehen und dann plane ich das und das finde ich interessant und ich bin dann noch die Person, die dran verdient. Also ich finde es super wichtig, oder das habe ich auch gemacht, bevor man sowas anfängt, dass man sich ganz klar überlegt, okay, was sind meine Grenzen oder womit fühle ich mich nicht wohl, und dass man das auch vorher sich überlegt oder vielleicht aufschreibt oder was auch immer, damit man dann nicht später in eine Situation gerät, wo eben ein Fan sowas anfragt und wo man dann sich schwer tut, das abzulehnen, weil man gar nicht genau weiß, was will ich überhaupt machen. Es gibt natürlich Dinge, die ich ganz klar auch aus moralischen und ethischen Gründen ablehne.
Für mich ist Ethical Porn erstens mal was, wo eben, wie auch schon gesagt hat, die Darstellerin oder der Darsteller das Wichtigste sind an der Pornografie. Also nicht irgendwie die Systeme oder Agenturen, die dahinter stehen, sondern dass wirklich die Darstellerin, die ist, die im Mittelpunkt steht. Und aber auch dann im Output, dass es nicht wie auf Free Porn Pages Pornografie ist, die nur für Männer gemacht ist, sondern auch Pornografie ist, die für Frauen auch gemacht ist. Das ist ein Unterschied, wenn man alles aus einem Male Gaze heraus filmt und dann auch das Video ein Male Gaze Video ist, oder ob es auch Einstellungen sind und Ideen und so weiter, die auch Frauen ansprechen. Das ist für mich Ethical und Feminist Porn. Wir haben gerade gehört, wie Ava Ethical Porn für sich definiert. Und ich würde gern von euch wissen, was für euch die Kriterien dafür sind. Ich glaube, ethische Pornografie wird für mich mal bedeuten, irgendwie, dass Arbeitsbedingungen sehr klar abgesteckt sind. Dass abgesteckt ist, wer wie viel bekommt, und zwar vor und hinter der Kamera, beides wichtig. Dass das ganz klar mal irgendwie definiert ist, dass aber auch definiert ist, was genau eigentlich geschehen wird. Also was hat man zu erwarten am Set, was passiert da eigentlich, was möchte man oder möchte man auch nicht machen. Also auch die Grenzen ein bisschen ausloten und sich auch Wege dafür überlegen. Das würde ich mal sagen, gehört für mich auf jeden Fall dazu. Auf jeden Fall, also Gleichbehandlung aller Beteiligten. Für die Darstellerin ganz besonders davor, während und danach auch, dass da die Betreuung da ist. Habt ihr das Gefühl, dass die Ethical Porn-Bewegung schon im Mainstream angekommen ist? Ja und nein, würde ich mal wahrscheinlich sagen. Ja, weil es natürlich so große Produktionen gibt oder so Namen gibt wie Erica Lust, die halt ja wirklich ein Schlagwort für feministische Pornografie ist und auch sehr viel Vorarbeit definitiv geleistet hat. Aber wenn man sich das Unternehmen natürlich ansieht, dann ist es riesengroß mittlerweile. Also es ist diese Art der Produktion, oder wenn wir jetzt über diese Firma sprechen, dann ist es im Mainstream angekommen. Ich glaube, 2017 war es, wurde auf Pornhub der meistgesuchteste Begriff war Femporn, Feminist Porn. Also auch da kommt das an, sozusagen. Dann wurde eine eigene, schöne, hübsche Unterseite kreiert mit rosa Blumen rundherum. Ja. Ich meine, der Suchbegriff direkt danach war Cheerleader Porn, ja. Also, you know. Ja, also natürlich macht das was und natürlich gibt es da eine Bewegung insgesamt. Aber ich glaube, knapp 40% des Internet-Contents sind Porn-related. Und wenn man sich das natürlich dann mal als Zahl wirklich visualisiert zu Gesicht ruft, dann denke ich, dass das auch alles noch immer nur ein kleiner Teil sein kann, dass da einfach noch sehr viel draußen gibt, das definitiv noch ein bisschen anders produziert wird. Mhm. Aber ich denke, es geht auch immer in Phasen, also was passiert gerade, was ist politisch, was passiert. Dann hast du die komplette MeToo-Bewegung und das wird natürlich auch immer dann wieder integriert und dann, ja. Ich glaube, Porn widerspiegelt sehr gut, was in der Welt passiert, was in der Gesellschaft passiert. Das kann man ganz gut immer jedes Mal auf den Pornseiten gut ablesen. Also, wenn man keine Nachrichten anschauen will, dann schaut man sich Pornos. Da weiß man auch, was in der Welt passiert. Traurig, aber wahr. Ja, ja, ich meine, gutes Beispiel ist der ganze Corona-Porn zum Beispiel, der produziert wurde. Auch bei unserem Festival ist einiges gelaufen, das sich mit dem Thema beschäftigt. Es ist klar, es beschäftigt eine Welt. Alle Menschen natürlich. Warum sollte das nicht mit einfließen? Was sagt ihr dazu, dass ja oft ein bestimmtes Ideal vermittelt wird in Mainstream-Pornos, also gerade ein optisches Ideal, was auch den ganzen Körper betrifft. Ist das in Ethical Porn anders? Wie beobachtet ihr da, dass an die Produktion rangegangen wird? Ich glaube, es tut sich auf jeden Fall was. Der Ethical Porn kann da seinen Beitrag leisten und die feministische Pornografie definitiv ist ja, aber es braucht definitiv noch mehr und andere Kämpfe, politische Kämpfe definitiv, um das alles zu brechen. Also das Patriarchat lässt sich nicht so leicht zerficken. Sehr cool. Aber sollte es. Ja. Love it, sehr gut. Nee, es ist auch so, wenn du sagst, okay, ich bin ein Pornstar, ja, das Erste, wenn du deine Augen zumachst, welches Bild hast du da im Kopf? Groß, blond, so. Und das ist dann der typische Pornstar eigentlich, wie vielleicht ein Mann es sich beschreiben würde. Also es ist sehr wichtig,
auch in meinem Gedankengang, dass du auch normale Leute siehst, wo du dich dann auch mit identifizieren kannst. Ich würde gern auf OnlyFans zu sprechen kommen. Und zwar, inwiefern hat OnlyFans aus eurer Sicht Einfluss auf die Pornoindustrie genommen? Na, OnlyFans ist eigentlich eine Weiterentwicklung, was schon davor passiert ist. Ich war zum Beispiel ich habe begonnen in 2009 mit Webcam. Also ich war dann fünf Jahre lang auf Webcam. Mhm. Und da hat man schon den Trend eigentlich gesehen, in welche Richtung geht es. Also weil Porno eigentlich, ja, du hast nur das Bild, aber du hast nicht wirklich den persönlichen Kontakt zu der Person, die den Film eigentlich macht. Mhm. Auch die Pornodarsteller, die verwenden solche Plattformen einfach, weil auch in der Industrie selbst die Zahlung ist weniger interessant dann, als wenn man zum Beispiel auf OnlyFans ist. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ja auch das, was man nie vergessen darf. Porno ist nämlich eigentlich Arbeit. Ja. Das ist ganz wichtig, das zu sagen. Da steckt wahnsinnig viel dahinter, haben wir jetzt erst auch geredet. Man muss der eigene Pressemensch sein, man muss weiter createn, man muss technische Skills auf einmal lernen. Also all das ist ja auch noch mit dabei. Und nicht nur das liebe Geld, das gleich am Anfang steht, sondern ich glaube mal sehr viel harte Arbeit, wie in jedem anderen Job auch wahrscheinlich. Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist, wie es mit dem Konsum aussieht. Also würdet ihr behaupten, dass solche Pornos für jede Person geeignet sind, jeder Person Spaß machen? Wie würdet ihr das einschätzen? Ist das auch für den Mainstream-Porno-User interessant? Ich sage jetzt mal Genre. Ich glaube, ich würde das von Ethical Porno ein bisschen ausweiten auf alternative Porno. Das, was wir zeigen, was wir anbieten. Ich glaube, wichtig ist, Pornos zu konsumieren, ist nichts Schlimmes. Es ist gut, hab Spaß, konsumierst. Wichtig ist, zu wissen, was du konsumierst, lerne. Und bewusster zu konsumieren ist sehr wichtig. Und das ist das Ziel von unserem Festival, den Leuten die Möglichkeiten zu zeigen, dass es viel mehr draußen gibt, als was man schon geübt ist zu sehen. Und auch, dass die Realität nicht immer das ist, was man sieht. Man kann nicht 8 Stunden durchperformen, man muss nicht 25 Zentimeter Schwanz haben oder solche Titten. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Festival, dass wir das zeigen. Mhm. Und Bewusstsein schaffen, Bewusstsein aufklären, aufklären, aufklären. Mhm. Vor allem auch so ein bisschen, glaube ich, auch bewusst zu machen, dass das Konsumieren von Pornos eben wirklich Konsum bedeutet. Und wir legen alles sehr viel Wert drauf, ob wir eine Bio-Banane essen oder ob unsere Kleidung jetzt irgendwie Fairtrade ist oder nicht. Und darum, glaube ich, macht es schon auch Sinn, sich über den eigenen Konsum Gedanken zu machen. Mila, Jasmin, Yavuz, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Danke. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir kommen jetzt noch zu den aktuellen Event-Highlights presented by Ö-Ticket. Die Dives spielen am 28.10. im Orpheum Graz, am 4.11. in der Arge Kultur Salzburg, am 15.04.2023 im Wiener Konzerthaus. The Libertines sind am 7.11. im Gasometer Wien. Rin ist am 27.01. ebenfalls im Gasometer Wien zu Gast und Panic at the Disco spielen am 20.02.2023 in der Wiener Stadthalle. Wir haben auch wie gewohnt noch eine AUX Live Session für euch, diesmal mit Corina und ihrem Song Break. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Sleep, why does it feel scary? When I hear your name, I'm not even hurting. Driving past your street, I don't feel a thing. Didn't want me to be done this fast. I don't want you back, just wanna be feeling lonely like when you left. Pulled on every sad song, I want my heart to break. I refuse to move. I wanna feel the pain. Trying not to be strong, I wanna lie awake. Put on every sad song, I want my heart to break. So just break my heart, my heart, my heart. My heart, my heart, my heart. So just break my heart.
afraid? Why am I not bothered? I don't miss your face, but then I want no other. Put on your cologne, pictures on my phone. Crazy how I want my heart to break. I don't want you back. I just wanna be feeling lonely like when you left. Put on every sad song, I want my heart to break. I refuse to move.